Okay, let go. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, ich bin immer noch nicht zu Hause. Ich bin gerade noch auf Bali, ich bin gerade in Canggu. Denn heute hat mein Retreat geendet und die ganze Woche über haben mir so viele von euch geschrieben, was ist ein Retreat, was machst du da, auf was für ein Retreat bist du, was passiert da, was ist in diesen Workshops, und deswegen mache ich dieses Video. Ich war die vergangene Woche auf einem Retreat in Canggu, hier auf Bali. Es war ein Self-Love-Retreat von Mindspo. Es ist keine Kooperation, ich habe das alles selber gezahlt. Es war kein Influencer Trip oder irgendwas, sondern ich wollte das einfach selber machen und möchte euch nun davon erzählen. Wenn ich hier mal ab und zu zur Seite schaue, lasst euch davon nicht irritieren. Ich habe hier einfach nur genau aufgeschrieben, was wir wann gemacht haben, damit ich euch einen bestmöglichen Einblick geben kann. Klären wir erstmal, was ist überhaupt ein Retreat? Retreat, englisch für Rückzug, bezeichnet eine geplante spirituelle Ruhepause oder Rückzug von der gewohnten Umgebung. Während der Begriff im Englischen auch allgemein für Phasen von Entspannung und Stressabbau benutzt wird, hat sich im deutschen Sprachraum die Bedeutung einer spirituellen Praxis durchgesetzt. Das ist ein Retreat. Ich habe mich sehr spontan dazu entschlossen, das zu machen. Ich habe das noch nicht wirklich angesprochen auf diesem Kanal, aber ich habe die letzten 6 Monate sehr intensiv an mir selber, an Dingen, die in meinem Leben passiert sind und mich emotional beeinflusst haben, sehr stark gearbeitet über die letzten 6 Monate. Ich hatte einen wundervollen Life-Coach, eine ganz, ganz tolle Frau, und bin damit extrem weit gekommen im Sinne von, ich habe Dinge verarbeitet, Dinge, die in meinem Leben passiert sind, haben einfach natürlich in meiner Psyche sehr viel verändert, und ich habe einfach beschlossen, mir da helfen zu lassen, und das habe ich gemacht. Und dann dieses Retreat, ich bin Rochelle, Rochelle und Chris, das ist ein Pärchen, die machen zusammen eben diese Retreats und haben auch Kurse, aber dazu später mehr. Ich folge Rochelle schon ziemlich lange und habe dann eben online gesehen, dass sie einen Sale macht für die letzten Plätze für ihr Retreat, und ich habe innerhalb von 24 Stunden beschlossen, okay, ich buche das jetzt, ich gehe auf dieses Retreat, ich mache das nur für mich, ganz alleine, und runde damit meine Self-Love und Self-Healing-Journey ab, und das war ich dort. Wie gesagt, ich war auf dem Self-Love-Retreat, es gibt auch noch andere, aber ich war dort, und im Prinzip sind dann, ich glaube, wir waren 14 Frauen aus aller Welt, aus Kanada, aus Australien, aus USA, aus Finnland, aus Schweden und Deutschland, ich glaube, das waren alle Nationalitäten, ja. Wir kamen in einer wundervollen Villa zusammen in der Mindspo Mansion und hatten da eine Woche lang ein Programm. Und das stelle ich euch jetzt der Reihe nach vor, damit ihr so ungefähr wisst, wie so ein Retreat abläuft. Es gibt 100.000 Arten von Retreats, aber das war jetzt meine Experience. Am ersten Tag wurden wir alle abgeholt von unseren Hotels, Hostels, in meinem Fall einem Airbnb. Und wir haben uns zusammen getroffen in einem Restaurant, das hieß Honey. Das kannte ich auch noch nicht. Super, super schön. Und wir hatten da einen Welcome Brunch. Das heißt, alle Mädels haben sich zum allerersten Mal gesehen und vor Ort auch kennengelernt. Das war auch sehr lecker da. Also ich kann Honey sehr empfehlen. Danach sind wir in die Villa gefahren, also in die Mindspo Mansion. Die liegt in der Nähe von Canggu. Haben da erstmal eine Villa-Tour bekommen und alles erklärt bekommen. Einfach, dass wir uns ein bisschen zurechtfinden, und hatten quasi Zeit auszupacken, in die Zimmer einzuziehen. Ich bin im Mykonos-Zimmer gewesen, denn jedes Zimmer dort hatte ein Thema. War super, super schön. Ich war mit Tilda, einer Schwedin, zusammen. Ich hatte eine ganz tolle Zeit dort. Und ja, dann haben wir uns erstmal eingerichtet und es gab einen wunderschönen Pool. Dieses Haus steht inmitten eines Dschungels, und dann haben wir erstmal ein bisschen Zeit am Pool verbracht. Da Rochelle leider auch in den ersten beiden Tagen super krank war, der hat irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder so bekommen. Deswegen haben wir die ersten beiden Tage ein bisschen ruhiger angehen lassen. Normalerweise wäre da ein bisschen mehr Programm gewesen, sodass ihr Bescheid wisst. Genau. Dann waren wir ein bisschen am Pool und hatten unseren ersten Workshop. Der erste Workshop ging um das Thema Law of Attraction und Manifestation. Ich versuche euch jetzt mal so einen ganz kleinen Einblick in die Kurse zu geben, sonst wird das Video halt mega lang. Das Law of Attraction besagt quasi, dass wenn du Dinge haben möchtest, oder zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte die perfekte Wohnung innerhalb von 2 Wochen finden, dann sende ich Energien ins Universum, und wenn ich das Ganze umforme zu, ich werde die perfekte Wohnung innerhalb von 2 Wochen finden, dann sende ich diese Energien ins Universum, und wenn ich die Einstellung habe, als wäre es schon so, dann attracte ich quasi diese Sache und sie wird wirklich passieren. Ich hoffe, das habe ich gut erklärt. Und Manifestation ist, dass du etwas, also das ist quasi dasselbe, dass du etwas manifestierst. Und dazu hatten wir den ersten Workshop mit Chris, also mit dem Verlobten von Rochelle. Chris ist übrigens auch in Deutschland aufgewachsen, das heißt, er kann Deutsch. Fand ich auch ziemlich cool. Und den Abend haben wir abgerundet mit einer Dokumentation. Ich glaube, die hieß Heal. Es ging im Grunde darum, dass du deinen Körper von innen heraus auch heilen kannst mit verschiedenen Techniken. War sehr interessant. Ich habe es leider nicht zu Ende geschaut, weil ich dann einfach ins Bett bin, weil ich so fertig war. An Tag 2 haben wir den Tag mit Yoga begonnen. Wir haben jeden Tag in dieser Villa Yoga gehabt. Wir hatten eine balinesische Lehrerin, und das fand ich super cool, weil ich habe in Berlin ja auch angefangen, Yoga zu machen.
Und wir hatten jeden Morgen quasi gemeinsam eine Yoga-Klasse, eine Stunde. Danach hatten wir immer Frühstück. In der Villa gab es ein ganzes Team. Das heißt, wurde immer ganz tolles Essen angerichtet für uns. Und wir haben jeden Tag zusammen an einem riesigen Tisch gefrühstückt, beziehungsweise auch alle anderen Mahlzeiten zu uns genommen zusammen. Und der erste Workshop des Tages war die Meditation Masterclass. Einmal in Theorie und einmal in Praxis. Denn Chris und Rochelle sind ganz große Meditationsfans und wollen das in die Welt quasi hinausbringen und haben uns da ihre eigene Methode beigebracht. Ich habe da vorher auch schon meditiert, aber immer nur mit der App Headspace, so 5 bis 10 Minuten, und das ist quasi eine Guided Meditation, also da redet jemand mit dir. Und sie haben uns eine Technik beigebracht, wie man überall, egal was um dich herum passiert, immer meditieren kann. Das war super interessant, also ich habe da auch einen Discount-Code für euch. Wir haben einen Meditations-Online-Kurs mit Videos, wo alles erklärt wird, wo die Technik erklärt wird und wo auch die Klänge sind, die bei der Meditation entgegen, wenn du es möchtest, laufen. Jedenfalls, falls ihr diesen Kurs kaufen möchtet, habe ich einen 50% Discount-Code für euch. Das heißt, ihr könnt wirklich die Hälfte sparen, was wahnsinnig viel ist. Ich verlinke euch das gerne in der Infobox, ihr könnt ihr da mal vorbeischauen. Wie gesagt, falls euch das Thema Meditation interessiert, es ist wirklich einfach unfassbar, was dein Körper von innen kann und was Meditation bewirken kann. Denn Meditation ist erholsamer als Schlaf für den Körper. Es geht nicht darum, dass du quasi nichts mehr denkst. Alle denken ja, dass man bei Meditation absolut an nichts denkt, und das ist wahnsinnig schwer. Selbst Mönche, die 30 Jahre lang meditieren, schaffen das nur für 30 bis 40 Sekunden. Sondern es geht darum, deine Gedanken darauf zu fokussieren, auf dieses Mantra, was in deinem Kopf läuft, damit dein Kopf mit dem Mantra beschäftigt ist und deine Gedanken nicht die ganze Zeit wild durcheinander fliegen, auch wenn du die ganze Zeit wieder abschweifen wirst. Das ist einfach ein Training. Aber man sollte jeden Tag 20 Minuten meditieren und sich diese Zeit nehmen, damit man davon einfach wirklich wahnsinnig gute Vorteile hat, beziehungsweise davon profitiert. Wie gesagt, ich verlinke euch gerne in der Infobox. Das haben wir erstmal in der Theorie gelernt und anschließend dann in der Praxis ausgeführt mit dem Kurs, den Rochelle und Chris zusammen gebaut haben. Und anschließend haben wir dann wirklich auch jeden Tag diese 22 Minuten uns genommen, um zu meditieren. Danach hatten wir nochmal wieder ein bisschen Freizeit, weil Rochelle es leider wirklich nicht gut ging und ein paar Workshops verschoben werden müssen. Das heißt, die seht ihr dann etwas später in dieser Woche. Nachmittags hatten wir nochmal eine Meditation, um das quasi nochmal zu üben. Es kann ja nicht schaden sein, mal einen Tag zu meditieren. Und abends hatten wir ein schönes Dinner zusammen, alle am Tisch. Es gab die ersten Tage sehr viel indonesisches Essen, aber super lecker. Es gab so tolle Curries, oh, so geil. Abends saßen wir einfach alle zusammen auf der Dachterrasse von der Villa, hatten ein paar Drinks, hatten Snacks, Chips, Schokolade, die wir uns gekauft haben, und haben einfach den Abend zusammen ausklingen lassen. An Tag 3 haben wir wieder mit Yoga gestartet, wieder ein gemeinsames Frühstück gehabt und auch wieder eine Meditation zusammen gemacht. So wird unser Morgen immer begonnen. Also Yoga, Frühstück, Meditation. Ja, auch egal in welcher Reihenfolge. Dann war der Workshop ein Journaling-Workshop, wo wirklich ungefähr jeder von uns, glaube ich, geheult hat. Es war der emotional anstrengendste Tag, weil es darum ging, das zu erzählen, was einem im Leben widerfahren ist, was einen belastet und auch, ja, quasi psychisch verändert hat oder was man eben verarbeiten möchte, weswegen man da ist. Und es sind sehr, sehr viele Tränen geflossen. Ich glaube, ich habe genau einen Satz geschafft, bevor ich angefangen habe zu weinen. Aber es war sehr schön zu merken, dass jeder quasi wirklich sein Päckchen zu tragen hat und alle füreinander da sind. Dann ging es in den Self-Love-Workshop. Das heißt, für sich rauszufinden, okay, wie verarbeite ich das? Wie kann ich mit mir besser umgehen? Wie lerne ich, mich selbst zu lieben und mich zu akzeptieren, wie ich bin, um mein Trauma zu verarbeiten? Und dann haben wir jeder einen Zettel geschrieben, in dem wir Fragen beantwortet haben, die Rochelle uns gegeben hat, über das, was wir loslassen wollen, was wir hinter uns lassen wollen, welche alte Glaubenssätze wir hinter uns lassen wollen, was wir verarbeiten wollen und was wir jetzt einfach aus unserem Leben verabschieden. Wir akzeptieren, dass es passiert ist, lassen es jetzt aber hinter uns und lassen es los und haben da einen Brief an uns selber geschrieben. Das war quasi die Vorbereitung für die erste Zeremonie der Woche, und zwar die Burn-Zeremonie. Bei der Burn-Zeremonie saßen wir alle auf der Dachterrasse oben. Wir hatten einen Kreis aus Sitzkissen und vorne war ein Lagerfeuer, und dann hat jeder Einzelne sich vorne hingesetzt ans Feuer nacheinander, hat seinen Brief vorgelesen, beziehungsweise sich selbst auch vorgelesen, und hat ihn dann angebrannt und in die Flammen gelegt, damit der komplett verbrannt ist. Und alle anderen Mädchen haben sich an den Händen gehalten, und es war wahnsinnig emotional. Ich glaube wirklich auch alle haben wieder geweint, weil es einfach ein sehr, sehr emotionaler und starker Moment war für uns alle, weil damit wird es halt wirklich symbolisiert, dass du das loslässt, was dich im Leben so beeinflusst hat oder was dir Schlimmes widerfahren ist. Der emotional anstrengendste Tag ist nun vorbei, und an Tag 4 ist der erste Tag gewesen, wo wir die Villa verlassen haben. Er startete wieder mit Yoga, mit Meditation, mit Breakfast, und dann ging unser Ausflug nach Ubud. Ubud ist in der Mitte von Bali, ist bekannt für eine große Spiritualität. Unser Ausflug ging zu einem Wassertempel. An dem Wassertempel gibt es verschiedene Becken mit mehreren Fontänen, und die Balinesen haben da ein Ritual, dass man dort reingeht und bei jeder Fontäne, ich habe einmal ein Gebet spricht, dann das Wasser
Wasser in den Mund nimmt, wieder runterschluckt, wieder ausspuckt. Und dann, dass man komplett unter die Fontäne geht. Und jede Fontäne hat ihre eigene Bedeutung und dass sie dich von etwas reinigt. Also zum Beispiel von Albträumen, von Eifersucht, von schlimmen Erfahrungen. Ich weiß leider nicht mehr alle Bedeutungen, aber genau, das war die Zeremonie. Ich habe an dem Tag auch gebloggt. Guten Morgen, heute ist Tag 4 und wir verlassen zum allerersten Mal die Villa. Heute ist quasi so der Celebration-Tag und nochmal, dass wir alle connecten. Und wir machen heute einen Ausflug nach Ubud. Wir besuchen da einen Wassertempel, wo wir quasi ein Blessing bekommen. Also das ist so heiliges Wasser. Und da sind wir dann alle drin. Und ich weiß nicht, was genau dann gemacht wird, ob da deine Seele gereinigt wird. Keine Ahnung. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich habe es nämlich letztes Jahr nicht gemacht. Und wir fahren noch zu den Reisterrassen, zu den Tigerlang. Da war ich letztes Jahr schon, aber die waren super, super schön. Also ich freue mich auch dieses Jahr wieder hinzufahren. Achso, wir haben ein bisschen Freetime in Ubud. Also ich werde wahrscheinlich ein bisschen shoppen gehen. Philipp hat mich gebeten, nach Regen zu schauen. Und ja, da nehme ich euch heute aber auch ein bisschen mit. Did you notice I've been lost, staying up to the break of dawn, hoping that you show a little warmth, but you know. So, ich habe jetzt gerade meinen Sarong bekommen. Der ist sogar richtig süß. Letztes Jahr hatten die nur richtig hässliche. Aber ja, wir sind jetzt da beim Wassertempel und ich glaube, da hinten geht es dann irgendwo rein. Aber jetzt sind wir erstmal gleich angezogen, tempeltauglich. Okay, wir sind jetzt bei diesem Tempel. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Also im Grunde gibt es quasi drei Becken mit mehreren Fontänen und man soll quasi runtergehen und jede Fontäne hat so seine eigene Bedeutung. Also man wird von, weiß ich nicht, von Albträumen, Vergebung, was auch immer. Man wird da quasi gereinigt. Man muss, ich glaube, irgendwie einen Schluck Wasser trinken oder irgendwie den Mund nehmen, wieder ausspucken und dann unter die Fontäne gehen. Und das irgendwie dreimal oder so, keine Ahnung. Aber im ersten Becken habe ich mich ganz klar dagegen entschieden. Ich zeige euch, wie es hier aussieht. Wenn ihr das sehen könnt, aber es ist so wahnsinnig voll da drin. Ich könnte mir, glaube ich, nichts Schlimmeres vorstellen, als in einem Wasserbecken gefangen zu sein mit so vielen Leuten. Da sind auch irgendwie riesige Fische drin, haben wir gerade rausgefunden, und Schlangen und keine Ahnung was. Und dann finde ich es einfach super eklig, dieses Wasser erstens zu trinken. Ist ja ein bisschen so gefährlich, weil da sind ja alle möglichen Quartiere drin, wo du halt Bali-Belly von bekommen kannst, und das möchte ich nicht. Und mir vorzustellen, dass dieser ganze Pool von Menschen ein Stück Wasser nimmt und dann wieder in dieses Wasser reinspuckt und dass wir alle da drin stehen, stundenlang, ist für mich ungefähr ganz schrecklich. Deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Vielleicht mache ich später die eine Fontäne im letzten Becken, was ein bisschen leerer ist, aber gerade. Das ist ein ganz klares No-Go für mich. Ein Jahr später bin ich wieder zurück bei den Reisterrassen. Wir essen jetzt hier zum Mittag. Es hat ewig gedauert beim Tempel. Aber für den View warte ich doch gerne. Okay, wir waren jetzt essen und schauen jetzt hier ein bisschen die Stände an, weil eine möchte gerade schaukeln, aber wir sind halt noch 12 andere Mädchen, die nicht schaukeln wollen. Jetzt schauen wir einfach ein bisschen hier umher. Hier seht ihr die Reisterrassen nochmal von nahem. Und hier sind auch die großen Schaukeln. Aber ich glaube, die kosten fast ein bisschen mehr. Also wenn ihr hier rumlauft, sind hier eigentlich überall kleine Schaukeln in den Reisterrassen versteckt, die halt viel weniger kosten. Aber ne, für die Erfahrung. Wir sind jetzt gerade auf dem Ubud-Markt. Ich habe auch schon fleißig geschaut. Die Mädels haben gerade Ringe gekauft. Hier ist einfach so viele süße Sachen, wo man so toll verhandeln kann. Und die sind alle so hübsch und so süß. Ich würde so gerne einen riesen Traumfänger kaufen, aber den kriege ich leider nicht in meinem Rucksack nach Hause. Als wir dann wieder in der Villa waren abends, hatten wir eine Self-Love-Zeremonie beziehungsweise auch irgendwie einen Workshop. Wir hatten jeder ein Journal, also ein Buch dabei, wo wir die ganze Woche auch bei den Workshops über Notizen gemacht haben und Aufgaben erledigt haben. Und an dem Abend saßen wir alle an unserem großen Tisch gegenüber einer, voneinander und haben uns für eine Minute in die Augen schauen müssen, ohne wegzuschauen, einfach ganz tief in die Augen schauen. Und nach dieser Minute haben wir in das Journal des anderen etwas reingeschrieben, was wir dem anderen gerne sagen möchten oder was wir in seinen Augen gesehen haben. Und das ging dann quasi rundum, bis jeder von jedem etwas in seinem Journal drinstehen hatte. Und dann sind wir rausgegangen auf die Dachterrasse und dann gab es einen wunderschönen Tisch eingerichtet, wo wir uns alle hingesetzt haben. Wir haben jeder in dem Buch gelesen, was die anderen über uns zu sagen hatten. Und ich glaube, da hat auch wieder jeder angefangen zu weinen, wenn man wirklich in so kurzer Zeit so eng zusammengewachsen ist, weil man einfach so viel voneinander erfahren hat und so viel zusammen durchgemacht hat. Es war sehr, sehr schön zu lesen, was jeder auch in meinem Buch geschrieben hat. Also ich fand es auch wahnsinnig schön. Ich habe tolle Frauen kennengelernt. Dann an dem Abend hatten wir noch jeder eine Karte, die war umgedreht und wir haben uns irgendwo hingesetzt und dann haben wir die Karten umgedreht und gelesen und wirklich jede einzelne hat genau zu uns gepasst. Ich füge euch mal hier meine ein. I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Das heißt, auch in Situationen, die mir schwerfallen, die mir wehtun, die unbequem sind für mich sind, ziehe ich mir eine tiefere Meinung und warum, das Warum hinaus und wachse dadurch und lerne dadurch. Und das ist wirklich so. Also ich bin aus jeder Situation, die in meinem Leben passiert ist, die nicht so gut war, sehr stark daraus
gekommen und es war sehr passend. Es war wirklich bei jedem war die Karte genau passend, als wäre es so Schicksal gewesen. An Tag 5 hatten wir einen weiteren Ausflugtag. Wir sind wieder nach Ubud gefahren und unser erster Stopp war der Tibumana Waterfall. Das war mein erster Wasserfall, den ich auf Bali gesehen habe. Er war wunderschön. Wir hatten eine ganz tolle Zeit da. Es war ein ganz toller Ausflug. Ich wünschte, wir wären länger dort geblieben oder ich hätte noch mehr Wasserfälle gesehen oder habe generell noch hier mehr Zeit. Unser zweiter Stopp des Tages waren Pyramids of Chi. Die Pyramids of Chi, das ist quasi inzwischen ein Retreat Center. Es gibt drei Pyramiden dort. Die Sonnenpyramide, die Mondpyramide und die Erdpyramide. Und es gibt dort mehrmals am Tag Klangzeremonien. Und man geht quasi in diese Pyramide hinein und da liegen da ganz viele Matratzen, wenn man sich drauflegt. Man legt dort ein Kissen auf die Augen, das gefüllt ist mit Vulkangestein. Beziehungsweise Vulkanerde. Und in der Mitte von diesen ganzen Matratzen, beziehungsweise unter der Spitze der Pyramide, ist quasi ein Musikplatz aufgebaut, wo ganz viele Gongscheiben, Klangschalen und alle möglichen Instrumente liegen. Und dann legt man sich auf die Matratze und hat das Kissen auf den Augen und dann werden alle möglichen Klänge produziert. Und diese ganzen Klänge spürst du in deinem gesamten Körper. Ich meine, der Mensch steht zu 70% aus Wasser. Das heißt, dass Klang und Geräusche sehr stark weitergeleitet werden. Und diese Klangzeremonie war dafür da, dass alle Chakren geöffnet werden und man von innen heraus heilt. Und zum Beispiel habe ich mir in der Woche davor total das Knie aufgeschlagen und ich lag in dieser Zeremonie drin und von 0 auf 100 hatte ich ein Brennen in meinem Knie um die Wunde herum und die ganze Wunde hat angefangen zu brennen und ich dachte so, Alter, was ist denn jetzt los? Und das waren einfach die Klänge und einen Tag später ist mein kompletter Schorf quasi abgefallen und mein Knie hat angefangen zu heilen. So weird. Wir kamen da alle raus und waren so, oh mein Gott, ich will es direkt nochmal machen. Die Zeit ging so schnell rum. Es war so ein wundervolles Erlebnis. Also wenn ihr mal auf Bali seid und dafür offen seid, macht es. Es war wirklich ganz, ganz toll. In der Villa hatten wir dann eine Pizza Night und ich habe mich so darauf gefreut, weil ich endlich was Europäisches essen wollte und nichts mehr Indonesisches. Und dann saßen wir auf der Dachterrasse und haben alle Pizza gegessen. Es war super, super lecker. Und abends haben wir noch den berühmten Film Eat, Pray, Love gesehen. Ich meine, welcher Film passt besser nach Bali und zu so einer spirituellen Reise, die wir hinter uns hatten oder noch mittendrin waren. Ja, ich habe zum ersten Mal auf Englisch gesehen und die echte Stimme von Julia Roberts gesehen, beziehungsweise gehört. Und der letzte richtige Tag im Retreat beginnt auch wieder mit Yoga. Das war leider unsere allerletzte Yoga-Session, aber ich habe sie sehr genossen, denn wirklich jeder einzelne war super, super gut. Und ich habe einfach gemerkt, dass wie gut mir Yoga tut. Dann hatten wir ein richtig leckeres Breakfast, auch ein Floating Breakfast. Ich glaube, jeder hat schon mal ein Bild von einem Influencer auf Bali gesehen, der im Pool sitzt mit einem Floating Breakfast. Und das durften wir uns leider natürlich auch nicht entgehen lassen und haben da Bilder gemacht und Videos gemacht und es war sehr, sehr schön und wir hatten so tolle Croissants und Tartlets von Monsieur Spoon. Das ist hier so eine französische Bäckerei und das war wirklich sehr, sehr lecker. Und dann hatten wir wieder unsere Daily Meditation. Also in manchen Meditationen habe ich wirklich Dinge gesehen oder gemerkt, die waren unfassbar. Ich sehe generell ganz oft immer so ein Lichterspiel vor Augen und was einmal passiert ist, das war so gruselig. Ich saß in dieser Meditation und hatte meine Hände auf meinen, auf meinen Schenkeln und ich habe gemerkt, dass meine Hände sich langsam öffnen, anheben und so zur Seite legen und ich konnte nichts dagegen tun. Ich habe das mitbekommen, dass das passiert ist, aber ich konnte nicht machen, weil ich so tief versunken war in der Meditation, dass ich nichts machen konnte. Und das war, glaube ich, das krasseste Erlebnis, was ich in dieser Meditation hatte. Ja, jedenfalls hatten wir dann einen Flower Offering Workshop. Falls ihr schon mal in Asien wart oder zum Beispiel auf Bali habt, ihr das bestimmt schon mal gesehen, dass es immer überall so kleine Opfergaben gibt. Das sind so kleine Boxen, die aus allen möglichen Blättern gemacht werden. Und dann sind da Blumen drin und auch Cracker oder Zigaretten oder was man den Göttern quasi als Opfergabe geben möchte. Und wir haben gelernt, wie man diese traditionellen Offerings selber bastelt. Das war super interessant. Ich sehe, wie wir da alle saßen mit unseren Blättern und dieses ganze Zeug versucht haben zu weben. Aber ich habe mich sehr gefreut, dieses kulturelle Erlebnis mit den Mädels teilen zu dürfen. Dann hatten wir alle eine Massage bzw. eine Mani-Pediküre. Man durfte sich das aussuchen. Ich habe die balinesische Massage gewählt. Oh, das war so angenehm, es hat so gut. Ja, so hatten wir quasi einen kleinen Wellness-Nachmittag und danach hatten wir nochmal einen Workshop und zwar den Self-Awareness-Workshop. Da ging es quasi darum, wie kann ich so präsent wie möglich sein im Moment, der gerade ist. War auch sehr, sehr interessant. Und dann hatten wir noch eine Flower Mandala Creation. Das war quasi unsere Opfergabe an Bali. Wir hatten ganz, ganz, ganz viele Flowers, also Blumen in verschiedenen Farben. Die gibt es überall auf Bali. Und auf der Dachterrasse haben wir unser eigenes Flower Mandala entworfen. Wir haben uns für einen Schmetterling entschieden. Einerseits war ein Schmetterling an der Wand, aber an der Villa gemalt und es ist natürlich auch ein Zeichen der Entwicklung und ja, der Persönlichkeitsentwicklung und sich zu entfalten. Und dann haben wir einen Schmetterling gebastelt. Jeder von uns hatte einen Kreis im Flügel des Schmetterlings, der quasi uns repräsentiert hat und unsere Opfergaben, die wir gebastelt haben, waren der Körper des Schmetterlings. War total schön und es war auch total süß, wie Rochelle darauf reagiert hat. Zum Abschluss hatten
hatten wir eine abschließende Zeremonie, die Kakao Ceremony. Die ist relativ bekannt, die gibt es überall auf Bali. Im Grunde ist das eine Zeremonie, wo wir erst aufgeschrieben haben, wo wir uns in einem Jahr sehen, was wir gerne hätten und was wir in unserem Leben manifestieren, also was wir uns wünschen und jetzt quasi festlegen und diese Energien ins Universum schicken, dass das uns passieren wird. Und das haben wir aufgeschrieben in einem Brief und das wurde dann alles mit Salbei geräuchert und Gott, alles Mögliche. Und dann hatten wir eben einen Kakao, also das ist ein spezieller Zeremoniekakao, jetzt kein Nestle-Kakao. Das ist eine spezielle, sehr dickflüssige Schokolade in unserem Glas. Und dann hatten wir so ein bestimmtes Lied an. Ich glaube, der Text war I have everything within me oder irgendwie sowas ähnliches. Also dass du die Kraft und alles, was du brauchst, schon in dir hast. Und dann haben wir quasi den Kakao gehalten und das Gefühl, was wir haben wollen nächstes Jahr. Also wir sollten drei Wörter aussuchen. In meinem Fall war das happy, grateful und motivated. Und wir sollten diese Gefühle uns vorstellen, dass sie in den Kakao fließen. Und als das Lied zu Ende war, sollten wir diesen Kakao trinken und somit unsere Intentionen trinken, dass sie in uns sind. Der Kakao, den fand ich echt eklig. Aber es war eine sehr schöne Zeremonie, um das Ganze nochmal wirklich zu verbildlichen und vor allem zu verinnerlichen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hatten wir noch jeder ein abschließendes Gespräch mit Rochelle, jeder für sich, um das Ganze quasi abzuschließen. Sie haben uns noch ein paar Worte mit auf den Weg gegeben und somit war dann auch der letzte richtige Tag des Retreats vorbei. Am letzten Tag haben wir nur noch alle zusammen gefrühstückt und gepackt und sind jeder unseres Weges gezogen, beziehungsweise haben uns vorher nochmal zum Lunch getroffen. Das war die Woche in meinem Retreat. Ich habe sehr viel verarbeitet, sehr viel gelernt und bin wirklich ein anderer Mensch nach dem Retreat, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir sehr viel geholfen. Ich bin sehr froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Wie gesagt, ich verlinke euch gerne den Meditationskurs in der Infobox, wer sich dafür interessiert. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Es ist nämlich nicht nur spirituelle Welt, sondern es ist wirklich auch wissenschaftlich fundiert. Ich verlinke euch auch gerne das Retreat, auf dem ich war, in der Infobox. Wie gesagt, war keine Kooperation. Ich habe alles selber gezahlt. Alles, was ich sage, ist meine eigene Meinung. Ich hoffe, dieser Einblick in meine Retreat-Woche hat euch gefallen. Ich freue mich jetzt mal letzten 1,5 Tage hier auf Bali zu genießen und bin sehr dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben und bin auch vor allem sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte, dass ich in meinem Alter in der Lage bin, mir das zu ermöglichen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!